Deutschland hat eine hervorragende Basis für Innovationen. Deutschland steht für exzellente Wissenschaft und Spitzenforschung. Verglichen mit anderen Start-up-Nationen entstehen aber aus der Forschung in Deutschland nicht oft und schnell genug neue Unternehmen. Warum gründen Wissenschaftler nicht viel häufiger? So wie Professor Nchia Christos. Aus der Kombination von Laserlicht und fotoakustischem Effekt hat er ein Verfahren entwickelt, das nicht gekannte Einblicke in die Nanowelt zellulärer Prozesse gewährt. Und das Startup iThera gegründet. iThera erschließt ein Gebiet, das es bei bildgebenden Verfahren bislang noch nicht gab. Weil wir beim Imaging viel tiefer ins Gewebe eindringen, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen. Das Ziel? Krebs schneller erkennen. Aber von der Idee bis zum Produkt war es ein langer Weg. 2004 kam die Idee, 2010 die Gründung, 2011 die erste Finanzierung durch GoBio. Und heute ist iThera Arbeitgeber für knapp 30 Mitarbeiter. Was war ausschlaggebend? Man braucht die Infrastruktur, die richtigen Accelerator-Programme. Und man muss Menschen führen können. Vor allem braucht man Unterstützung bei der richtigen Finanzierung. Für die Gründung eines Unternehmens ist die Startfinanzierung entscheidend. Noch sind Startups wie iThera die Ausnahme. In den USA ist die Bereitschaft, die Kommerzialisierung von Ideen aus der Wissenschaft zu fördern und zu finanzieren, sehr viel größer. Ob Boston oder San Francisco, der Staat unterstützt Gründer aus der Wissenschaft gezielt. Wir erhalten von der Regierung, insbesondere der National Science Foundation, 7 Milliarden Dollar pro Jahr. Damit soll die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen vorangetrieben werden. Bisher haben wir über 1000 Teams betreut. Diese Teams werden von herausragenden Wissenschaftlern und Ingenieuren geleitet und von jungen Unternehmern und Mentoren unterstützt. Dieses Programm nennen wir iCore oder Innovation Core. Das Programm iCore prüft Ideen aus der Forschung auf ihr ökonomisches Potenzial. Mit großem Erfolg. So können wir neue Unternehmen viel schneller auf den Markt bringen. Wir erreichen in 18 Monaten mit der Hälfte des Kapitals das, wofür wir früher doppelt so lang gebraucht haben. Bei doppeltem Kapitaleinsatz. Auch in Japan forciert der Staat Innovationen aus der Wissenschaft. Etwa über das Förderprogramm NEDO des Wirtschaftsministeriums. NEDO übernimmt 85% der gesamten Erstfinanzierung als staatliche Beihilfe. Diese Art der Projektförderung hilft uns sehr. Doch Geld ist nicht alles. Japans Forscher erhalten auch Unterstützung bei der Suche nach Anwendungen und der Entwicklung von Geschäftsmodellen für ihre Forschungsergebnisse. Die Interpretation. Die Übertragung von Wissenschaft in Geschäftsmodelle ist eine sehr wichtige Aufgabe. Es braucht jemanden, der Forschungsergebnisse auf ihre Marktfähigkeit prüft. Zum Beispiel Investoren, die wissenschaftliches Know-how haben, oder Technologietransferexperten, die Wissenschaftlern helfen, ihre Ergebnisse auf den Markt zu bringen. Schweden ist das erfolgreichste Gründerland Europas. 7 Einhörner sind hier entstanden. Startups, die über 1 Milliarde Dollar wert sind. Und das bei nur 10 Millionen Einwohnern. Woher kommt der Erfolg? Der Staat finanziert Universitäten, um Wissen zu generieren. Der nächste Schritt ist, dieses Wissen wirtschaftlich zu nutzen. Das kann der Wissenschaftler nicht allein. Dafür braucht es Unternehmer. Es braucht einen Prozess, der Wissenschaftler gezielt mit unternehmerischen Menschen zusammenbringt. Diese erhalten Anteile, gründen gemeinsam ein Start-up und bauen es auf. Ich nenne das ein Talent Management System. Das ist der beste Rat, den ich geben kann. Es gibt viele Ideen für zukunftsträchtige Unternehmen. Zum Beispiel am Helmholtz-Zentrum in München.
Hier entwickelt Professor Theiss Algorithmen, die aus der gigantischen Datenflut der Life Sciences Muster entdecken, um Krankheiten früher erkennen und behandeln zu können. Wir finden diese Datenanalysen einfach wichtig, sehen aber oft, dass wir das in der Wissenschaft nur zu einem gewissen Grad professionalisiert machen können. Und um dieses professionell zu machen, muss man das in eine Firma ausgründen. Das ist kein wissenschaftliches Thema, auf dem ein Doktorand jetzt einen Doktortitel kriegen kann. Diese Aufgabe übernimmt das Startup Knowing. Die Grundfinanzierung ist für 2 Jahre mit dem M4 Award gesichert. Ohne Geldsorgen ist der Kopf frei. Bei Konzept, Businessplan und Marketing unterstützt die Unternehmertum professionell. Mit Knowing wollen wir eine Software entwickeln, die Daten, alle biologischen Life Science Daten nimmt, speichert, automatisiert auswertet, verknüpft, um damit Biomarker oder eben auch Wirkstoffe zu finden. Krankheiten wie Diabetes sind so besser zu therapieren. Dennoch haben die Gründer Berührungsängste mit ökonomischem Denken. In der Wissenschaft ist man darauf geeicht, dass man Wissen generiert, dass man alles teilt miteinander, alles offen ist, alles gerne darlegt. Und jetzt plötzlich als Startup muss ich anfangen, alles für mich zu behalten, im Team zu behalten und so, dass mir eben der Nachbar das nicht mehr nachkochen kann. Und das ist schon eine Problematik, die für uns oder für mich sehr, sehr schwierig ist. Solche Bedenken schwinden, wenn Wissenschaftler mit Unternehmern kooperieren. Genau das half auch iThera. Was Wissenschaftlern wie mir auf jeden Fall helfen würde, ist der Zugang zu Unternehmern. Um den wissenschaftlichen Output mit erfahrenen Geschäftsleuten oder mit Branchenexperten zu verknüpfen. Wenn es uns gelingt, diesen Prozess strukturierter und schneller zu realisieren, wäre viel gewonnen. Sensibilisierung für das Marktpotenzial. Vernetzung mit dem unternehmerischen Ökosystem und eine ausreichende Finanzierung. Lässt sich damit auch in Deutschland ein Gründerboom auslösen?